Tom's Talk Time, Folge 603. Immer weitermachen. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute bei strahlendem Sonnenschein, ausnahmsweise mal aus den deutschen Bergen, und meine Leitung geht auch genau auf die andere Seite Deutschlands, und zwar im Südwesten, genauer gesagt nach Lindau an den schönen Bodensee. Bei mir im Interview ist heute der Professor Dr. Dr. Werner Mang. Werner, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Werner, du hast eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Professor Mang, das ist einfach der Inbegriff in Deutschland oder besser nicht nur in Deutschland, sondern ganz in Europa oder sogar in der Welt für Schönheitschirurgie. Aber du bist nicht nur Schönheitschirurg, sondern auch ein super erfolgreicher Unternehmer. Nach der Uni hast du nicht den klassischen Weg eingeschlagen, eine Chefarztstelle anzunehmen, sondern du hast dich ins unternehmerische Risiko gestürzt, deine eigene Privatklinik für ästhetische Chirurgie in Lindau eröffnet. Und die Bodenseeklinik, die hatte sogar jetzt vor kurzem am 6. September ihr 30-jähriges Jubiläum. Und diese Klinik zählt auch zur größten Privatklinik für Schönheitsoperationen in ganz Europa, wenn ich richtig informiert bin. Und du hast schon so viele Lehrbücher geschrieben, dass auch in diesem Bereich du zu der absoluten Koryphäe zählst. Im Thema ästhetische Chirurgie hast du über 100 Publikationen schon veröffentlicht und machst aber nicht nur Schönheitschirurgie, sondern auch Wiederherstellungschirurgie, wo du halt zum Beispiel Menschen nach Unfällen wie Verbrennungen und so weiter hilfst. War das so als grober Überblick über dich richtig? Ja, so viel Lob habe ich gar nicht verdient, also Ehre, wenn Ehre gebührt. Kann man sich vorstellen. Okay, wunderbar. Das war natürlich erstmal nur so ein Überblick über dich. Erzähl da vielleicht kurz noch ein bisschen was über deine Person, damit wir dich auch so ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht erst kurz, wer ist der Werner privat? Und dann natürlich auch ein bisschen was über dein Business, wie du dazu gekommen bist und warum überhaupt Schönheitschirurgie. Ja gut, also der Ursprung allen Wesens liegt ja auch im Elternhaus. Und das habe ich an sich ein sehr glückliches, behütetes Elternhaus gehabt. Mein Vater war Beamter und Geld gab es nie groß. Das heißt, strenge, aber gerechte Erziehung. Mhm. Ja, und da ist auch wichtig, dass eben meine Eltern mich da auch immer unterstützt haben, egal ob es in der Schule war. Also ich war nicht so ein fleißiger Schüler. Ich war, glaube ich, ganz gut am Schluss im Abitur, damit ich eben die Medizin studieren konnte. Und der Gedanke der Medizin war bei mir schon mit 15, 16, habe ich schon meiner Mutter so Tonnasen nach Hause gebracht und Bodies. Also ästhetisch war für mich schon immer ein sehr interessantes Thema. Und ich glaube, man wird nur ganz groß, wenn man das tut, wo man seine Leidenschaft entwickelt. Und ich habe mit 16 Bademeister gemacht, um Hilfsbademeister am Bodensee, um mir mein Geld zu verdienen für den ersten Flug nach Rio. Nach dem Abitur bin ich nach Rio geflogen mit dem Rucksack und nichts praktisch, außer dass ich Professor Pitangi besucht habe. Und das ist an sich eine schöne, das war so das Start-up praktisch. Mhm. Der Werner Mang saß dann in seinem Vorzimmer bei der Sekretärin und sagte, ich möchte den Professor sprechen. Da hat die gedacht, was ist denn das für ein Irrer eigentlich aus Deutschland? Und habe dann in der Früh von 9 Uhr bis abends um 18 Uhr auf ihn gewartet, ohne Essen, Trinken. Und dann hat mich der Professor empfangen. Und dann ist eine Freundschaft entstanden. Das heißt, man muss Glück haben und muss leistungsorientiert sein und muss Niederlagen einstecken können, dann wird man großer und das kann jeder erreichen. Das ist richtig. Das heißt, du hattest mit dem Professor in Brasilien überhaupt keinen Kontakt vorher gehabt? Ich habe gar keinen Kontakt gehabt. Ich habe nur damals schon in der Zeitung gelesen, dass er also einer der berühmtesten war, der nicht nur Prominente operiert hat, wie Jackie Kennedy, oder auch andere Schauspieler, Sophia Loren, sondern er hat eben auch kranke Kinder operiert. Und das hat mich fasziniert, dass er also kranke Kinder umsonst operiert hat. Und das hat sich bei mir eingeprägt und hat auch eine lange Freundschaft dann entwickelt zwischen Pitangi und mir. Er ist leider letztes Jahr verstorben, aber ja,
waren sehr für, hat mich sehr gefördert auch und unterstützt in der ganzen Tätigkeit der ästhetisch-plastischen Chirurgie. Mhm. War das für dich denn von Anfang an klar, dass du in den Bereich ästhetische Chirurgie gehen willst, oder war das am Anfang noch nicht so richtig für dich absehbar? Ja gut, also wo ich zu studieren begann, 68, da war ja ästhetische Chirurgie praktisch in Deutschland noch nicht groß publik. Das war ja fast unanständig, sich ein Facelifting machen zu lassen. Und primär bin ich natürlich dann nach meiner chirurgischen Ausbildung, habe ich Gesichtschirurgie, HNO gemacht, dann plastische Operationen. Und im Prinzip habe ich zuerst 10 Jahre Unfallchirurgie an der Universitätsklinik in München gemacht, bis ich mich dann fasziniert habe für das Gebiet der Ästhetik. Das waren auch zwei Schlüsselerlebnisse. Einmal der Götz George, der so ein Start-up war, den ich als junger Oberarzt im Rechts der Isar zusammengeflickt habe, nachdem er sich nicht dubeln hat lassen. Und dann habe ich eines der ersten Faceliftings bei Ingrid Steger gemacht. Und da hat mein Chef damals gesagt, Mensch, Mang, du hast Riesentalent. Du könntest doch an sich mehr ästhetische Chirurgie machen, aber du musst wissen, dass dann dein Weg in Deutschland schwierig wird, weil das war damals schon ein bisschen verpönt noch. Jetzt habe ich praktisch als Pionier das Hofweg gemacht. So muss man das auch sehen. Hat das immer noch so ein bisschen so einen bitteren Geschmack, oder ist das immer noch so ein bisschen verpönt, oder ist das mittlerweile so, dass du sagst, nö, das ist völlig normal, ob ich mir jetzt irgendwas anderes operieren lasse oder irgendwie einen Facelift mache, ist kein Unterschied. Also doch meine 30-jährige Tätigkeit jetzt, wir haben ja am 6. September 30 Jahre Bodenseeklinik gefeiert und da ist es schon wesentlich lockerer geworden. Amerika ist es ganz locker, da sagt man, ich mache ein Facelifting, und da sagt man auch gleich den Preis dazu. Ja. Wenn es teuer war, dann war es besser, als wenn es günstig war. Und da drüben ist ein Botox to go. In der Mittagspause gehen die Manager oder Brad Pitt zum Botox spritzen, als da drüben ist es gang und gäbe. Bei uns hat sich das gelockert. Als ich vor 25 Jahren auf dem Deutschen Filmball war, in München, da hat mir schon keiner fast die Hand gegeben, weil jeder gedacht hat, der outet sich, wenn er mich kennt. Heute ist es anders. Und auf unserem Fest in Lindau am September, 30 Jahre Bodenseeklinik, waren ja viele Promis, die ich auch behandelt, operiert habe. Also es ist nicht mehr unanständig, sich heute verschönern zu lassen, weil es auch der Mainstream ist. Ist auch der Mainstream im Internet, durch die ganzen Internet, Instagram, YouTube und so weiter. Ästhetik, Wohlfühlen, in Schönheit altern. Also das ist schon ein offenes Thema geworden, aber trotzdem warne ich vor zu viel Schönheitschirurgie und Schönheitswahn. Wollte ich nämlich jetzt gerade auch nachfragen. Ich meine, klar, ich meine, jeder will natürlich jung aussehend alt werden, aber ich meine, das ist nun mal das Leben, dass wir, wenn wir alt werden, auch Falten kriegen, gebrechlich werden und. Ist da nicht auch ein bisschen so die Gefahr, dass es Leute übertreiben? Ich meine, gerade was man teilweise in irgendwelchen Trash-Formaten sieht, Leute, die sich dann irgendwie Rippen rausnehmen lassen mit einer, keine Ahnung, super Wespentaille, haben Lippen wie Schlauchboote. Wo ist da so die Grenze zwischen dem normal-ästhetischen und dem, wo man sagt, oh, das wird jetzt langsam, der hat ein psychologisches Issue, der Gute oder die Gute? Ja gut, das ist eben ein guter ästhetischer Chirurg, ästhetisch-plastischer Chirurg muss eine gute Ausbildung haben, er muss kreativ sein, künstlerisch veranlagt sein, und er muss Psychologe sein und auch mal Nein sagen können. Gerade was Sie genannt haben. Siebte Rippe rausschneiden, wie die Wollersheim, um eine Spindelteile zu bekommen, oder die Teile von der Victoria Beckham, sich als Mann Brustimplantate einsetzen zu lassen, um auszusehen wie Sylvester Stallone zu seinen besten Zeiten, oder diese Riesenbrüste bei Frauen über 500-600 Gramm, die lehnen wir auch ab. Es gibt verschiedene Dinge, die man ablehnt. Mein Erfolgsschlüssel ist natürliche Schönheit. Das heißt, man soll es an sich nicht sehen. Und da gibt es auch diese Alterschirurgie, Schlupflider, Tränensäge, Facelift. Das heißt, die heute 70-Jährigen, man wird es nicht glauben, ich bin 70 geworden, fühle mich wie, ja, sagen wir mal, Mitte 50. Aber die 70-Jährigen sind die neue 60er-Generation, und die sind beruflich aktiv. Man muss mich schon mal wahrscheinlich aus dem OP tragen. Das ist ja meine Leidenschaft auch. Und nur die Leidenschaft bringt auch einen Erfolg. Man muss an sich glauben, man muss Freude haben, man muss fasziniert sein, egal, wenn ich jetzt
Bäckermeister geworden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt 100 Bäckerfilialen, oder wenn ich bei Mercedes eine Lehre gemacht hätte, wäre ich meiner Ansicht nach auch irgendwo im Vorstand. Das heißt, das steckt in einem schon ein bisschen drin, auch dieses Gen, dieses Erfolgsgen. Mhm. Ja, und in der Schönheitschirurgie genauso. Ich meine, da muss man eben auch mal Nein sagen können, wenn jetzt 15-16-Jährige kommen, die eine Schönheits-OP wollen. Also ich sehe auch, je strenger ich werde, umso erfolgreicher wird man. Okay, das finde ich gut. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du selber jetzt auch 70 geworden bist. Meine ganz indiskrete Frage, was hast du an dir schon machen lassen? Ja gut, wenn ich immer in Talkshows bin, dann sagen die Menschen, warum machst du deine Schlupflider-Tränensäcke nicht weg? Also ich bin ein ängstlicher Mensch und habe viel zu viel Angst vor Operationen. Also das ist mein großes Manko. Ich kann alles handeln. Mhm. Jeden Stress, privat, beruflich, kein Problem. Aber Krankheit kann ich überhaupt nicht handeln. Das ist ein ganz großes Problem bei mir. Deswegen kann ich dem Alter gar nichts abgewinnen. Wenn Leute sagen, ja, im Alter und so, beim Wort Rente wird es mir ganz komisch. Das ist das Furchtbarste für mich, wenn ich in Rente käme. Ja, ich wüsste gar nicht, was ich den ganzen Tag tun soll. Also im Alter kann ich nichts abgewinnen und versuche halt durch Ernährung, Sport und gesund zu bleiben. Das ist mein Damoklesschwert, dass ich ganz schlecht mit Krankheiten und Gebrechlichkeit umgehen kann. Jetzt machst du das ja schon seit über 30 Jahren. Also es hat ja nur die Klinik hat ja 30-Jähriges gehabt. Du bist ja schon viel länger im Geschäft. Ja, ich bin seit 40 Jahren operativ tätig. Wahnsinn. Und du stehst ja auch heute immer noch im OP, richtig? Ja, ich bin jetzt rausgegangen und habe jetzt eine Pause. Was haben wir heute operiert? Ich sage immer zum Frühstück eine Nase. Der Nase ist immer auch das Interessanteste, es ist auch so kreativ. Mein Bruder ist Jurist, der sitzt vor Akten und macht Gutachten. Nach 3 Stunden sieht man nichts Effektives. Wenn ich eine Stunde im OP bin und eine neue Nase mache, dann habe ich meistens einen glücklichen Menschen gemacht. Das heißt, die Chirurgie ist ein toller Beruf, weil man mit der Hände Arbeit was schafft. Ja, das ist richtig. Zum Beispiel wäre für mich auch ein guter Beruf Maurer. Ja, ich finde ich auch toll, wenn so ein Haus entsteht, ja. Aber ich bin kein Theoretiker, also Jurist oder Betriebswirt oder mit Akten umzugehen. Also ich muss was erleben und heute früh eine Nase, dann eine Fettabsaugung, dann Oberlied, Unterlied und jetzt Pause. Ach, das hast du alles jetzt schon gemacht, heute Vormittag? Heute Vormittag, ja. Und dann heute Nachmittag macht meine Oberärzte dann weiter und Visite. Also mein Tagesablauf ist immer Montag bis Freitag, 6.30 Uhr aufstehen, Pfefferminztee, ganze Zitrone, Banane, dann Klinik, 7:30 Visite, 8 bis 1 Uhr OP, dann eine Stunde Pause und nachmittags eben Organisation. Das ist ja, mein Leben wäre mir am liebsten, wenn ich keine Verwaltung und Organisation hätte, am liebsten von 8 bis 4 operieren und dann auf dem Tennisplatz. Das wäre an sich der Traumjob. Okay, ja gut, Organisation macht, glaube ich, keiner gerne. Also das kann ich ganz nachvollziehen. Natürlich hat der Beruf nicht nur Sonnenseiten. Also 1 bis 3% der Patienten sind unzufrieden mit dem, was wir machen. Nicht, weil was passiert ist, sondern weil sie sich zu viel vorstellen und dann natürlich einen ziemlich in Anspruch nehmen. Das ist die Schattenseite. Deswegen mache ich lieber rekonstruktive Chirurgie. Das heißt Unfallchirurgie, Tumorchirurgie, Brust-, Gesichtschirurgie, weil die Leute sind glücklich und zufrieden, aber manche haben halt einen Schönheitswahn und dann denke ich manchmal schon, oh, schwieriges Gebiet, ja. Also es muss nicht immer Botox sein. Ja, das glaube ich. Aber wenn du jetzt sagst, dass du jeden Tag diesen Tagesablauf hast, wird es dann nicht trotzdem irgendwann mal langweilig? Nee, wir haben den OP-Plan so, wir haben an der Klinik immer ein halbes Jahr Warteliste auf Patienten und wir machen dann schon immer das ganze Spektrum. Jeden Tag 6 OPs, das ganze Spektrum. Nee, langweilig wird. Jede Nase ist anders. Jede Nase ist anders. Ich habe über 10.000 operiert. Jede ist anders und jede ist wieder neu. Nee, mir wird es nicht langweilig.
Okay, aber was ist denn da das andere? Weil ich stelle mir einfach mal vor, weil die Nasen, es gibt ja so ein gewisses, ich sage jetzt mal so eine Nasenschablone oder so eine Nasenschönheitsidol, wo man sagt, so sieht die perfekte Nase aus. Das heißt, das Endergebnis soll ja immer das gleiche sein. Also ist das dann nicht so, dass man einfach, keine Ahnung, hier ein bisschen wegschleift, da ein bisschen weghämmert und dann ist das so, wie es immer sein soll? Ja gut, ich meine, das muss schon in das Gesicht passen. Das muss zum goldenen Schnitt passen, das muss zum Augenabstand passen, zum Nasolabialwinkel, zur Kinnformung, das muss schon ins Gesicht passen. Und das muss man im Kopf haben, nicht vom Computer simulieren, sondern das muss der Chirurg dreidimensional denken können. Und deswegen sehe ich auch, wenn ich junge Assistenten habe oder ich sehe sofort, ob einer Talent hat oder nicht. Mhm. Ich würde sagen, von richtiges Talent chirurgisch haben ganz wenige Ärzte. Ich sehe schon, wenn jemand operiert, wie er das Gewebe mit der Pinzette anfasst, ob er Gewebegefühl hat. Das ist schon eine Kunst. Ein guter Chirurg zu sein, ist eine Kunst. Ist wie bei allen Berufen. Es gibt durchschnittliche und gute und schlechtere, aber ein top ästhetischer Chirurg zu werden, ist schwierig. Das ist schwierig. Deswegen gibt es auch nicht so viele. Mhm. Okay. Wie viele Stunden arbeitest du denn ungefähr pro Woche? Was schätzt du? Ja, also ich meine, ich würde sagen, bis zum 50. Lebensjahr habe ich 100 Stunden gearbeitet. Wow. Und ab 50 habe ich so ein bisschen einen kleinen Cut gemacht. So 80 Stunden pro Woche arbeite ich schon. Immer noch, auch heute? Heute auch noch, weil ich ja am Wochenende auch auf Kongressen bin. Und mit 70 muss ich mir vielleicht wieder mal schauen, dass ich auf die 40-Stunden-Woche komme. Ich habe mal in einem anderen Interview bei dir gehört, dass dein Traum war, wenn du 70 wirst, willst du spätestens dann mal eine Raupe, also hier so ein Bagger-Raupenteil, weißt du schon, was ich meine, gefahren haben. Hast du das umsetzen können? Ich habe hier vor meiner Klinik ein Grundstück gekauft für Erweiterung und habe 3 Wochen lang mit einem Bagger rumgebaggert und das war die schönste Zeit und ich versuche jetzt noch mit einer Planierraupe bei der Autobahn A96 mit einem befreundeten Bauunternehmer das zu machen. Das wäre an sich also Dreck, Gummistiefel, Raupe und Bagger, es ist ein faszinierend. Ja, wie geil. Also in meinem zweiten Leben werde ich das wahrscheinlich. Architekt ist ja auch mein großer Wunsch. Ich baue ja auch viel, ich restauriere viele Häuser. Mein Sohn ist Diplomarchitekt und der hat praktisch an der TU München und das ist schön, dass der also diesen Beruf erwählt. Na, also ich wäre auch gut Maurermeister geworden. Mhm. Also es gibt doch nichts Schöneres als so eine Mauer hochzuziehen und wie ein Gebäude entsteht. Also das ist auch kreativ. Ja, klar, was Schönes zu entwickeln, bauen, wo man halt nachher sieht, jawohl, das habe ich gerade mit meiner Händearbeit gemacht. Das kann ich verstehen. Ja. Ja. Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du ja auch Häuser renovierst. Und ich glaube, deine erste Million hattest du ja, glaube ich, nach 2 Jahren, nachdem du die Bodenseeklinik gegründet hast, glaube ich, gemacht, oder? Das ging relativ flott, oder? Ja, mein Traum als Junge war ja immer, vielleicht schaffe ich das mal ganz, 1 Million Mark zu erreichen. Mhm. Man muss wissen, dass ich bis zu meinem 38. Lebensjahr an der Universität Oberarzt war, Professor Oberarzt, und habe etwa 7.000 Mark brutto verdient. Mhm. Bis zu meinem 38. Lebensjahr. Und dann hatte ich eine Stelle in Frankfurt angeboten, eine sehr gute Stelle als Chefarzt. Da hätte ich praktisch fast 1 Million verdient. Mhm. Und dann habe ich praktisch Unternehmergen, das ist ja auch angeboren, glaube ich, ist Unternehmergen, eine kleine Klinik in Lindau eröffnet, wo jeder in München gesagt hat, bist du wahnsinnig. Aber Lindau ist meine Heimat, da fühle ich mich wohl. Habe ich von der Stadt Lindau ein altes Haus gekauft, ohne einen Euro zu haben, und habe das saniert. Mhm. Und dann ging das wie eine Rakete aufwärts. Und die erste Million ist immer die schwierigste. Dann kommt alles von selber. Ja, okay. Das heißt, von deinem Einkommen her, du hast ja einmal die Bodenseeklinik und dann halt die Restauration, also die Immobiliengeschäfte. Was würdest du sagen, was ist das Haupteinkommen? Ist das die Klinik oder sind das die Immobilienprojekte? Also ich persönlich bin ja Jungfrau als Sternzeichen und das ist letztendlich meine Akkuratheit, meine Penibligkeit beim Operieren. Im OP bin ich ein ganz anderer Mensch. Da bin ich sehr streng,
zu fordernd oft, ungeduldig, aber gerecht. Und Aszendent bin ich Löwe, das ist der Unternehmer, das ist immer mein Immobilien, mein Immobiliengehen, sage ich. Und mir gehören ja auf der Linda, auf der Insel die meisten Häuser fast. Und da habe ich immer, meine Verdienste habe ich immer in alte und in Immobilien gesteckt, seit 30 Jahren. Und dadurch ist an sich dieses Vermögen entstanden auch, dieses große Immobilienvermögen, weil ich eben ein sehr sparsamer Alemanne bin und habe immer das dann in Immobilien investiert und restauriert und auch letztendlich geplant. Und wenn man sieht, wie die Immobilienpreise explodiert sind, ja, vor 30 Jahren hat man ein Inselhaus vielleicht für 300.000 Mark bekommen, das kostet heute 2 bis 3 Millionen. Also dadurch bin ich an sich, habe ich mein Reichtum vermehrt, aber das kommt alles in eine Stiftung, dass meine Kinder später das nicht verkaufen können und dass diese Häuser erhalten bleiben. Okay, das ist sehr cool und auch sehr ja, lobenswert. Die kriegen zwar ihre Tantiemen, so wie die Adligen, aber dann können sie normal leben, aber den Rest können sie nicht verkaufen. Das finde ich wichtig. Was ich erschaffen habe, möchte ich schon ganz gern, dass das der Nachwelt ein bisschen erhalten bleibt. Klar, ist ja völlig legitim. Und ich glaube, von den Tantiemen muss man, nagt man nicht am Hungertuch, ne? So sagt man eben, das. Eben. Ja, das glaube ich. Aber man muss nicht ein großes Schiff kaufen und irgendwelche Dinge, sondern auf dem Boden bleiben. Das ist wichtig. Okay, also das heißt am Anfang, dass das Geld gekommen ist praktisch durch die unternehmerische Tätigkeit in der Klinik. Jawohl. Aber das Vermögen letztendlich aufgebaut wurde durch die Sparsamkeit und durch die Immobilieninvestments. Genau. Und natürlich durch meine Frau, die das Controlling gemacht hat. Immer muss eine starke Frau an der Seite sein, die das Ganze auch mit aufgebaut hat. Aber wie gesagt, das Vermögen ist durch die Immobilien entstanden. Okay. Und das ist auch mein Hobby. Ich liebe ja Immobilien, ich liebe ja zu bauen, zu renovieren. Also man nennt mich auch den Restaurator vom Bodensee. Ich restauriere Menschen, ich restauriere alte Autos, ich restauriere Häuser. Also ich bin der Restaurator vom Bodensee, so kann man es auch sehen. Okay, was ist das schönste Auto, was du mal restauriert hast? Ich habe mal einen ganz alten 190er SL restauriert. Und einen alten Ferrari. Aha, okay, ganz alt heißt, und welches Baujahr war das? Objekt, das neueste Objekt, was wir die letzten 2 Jahre saniert haben, so war so mein Jugendtraum, das ist ein Austin Heli 3 Liter, British Racing Green, nice. Speichenräder. Und der stand jetzt in meiner Klinik in der Aula. Aber meine Frau sagt, wir sind kein Autohaus, ich soll es wieder rausstellen. Also dann schweren Herzens kam er wieder runter in die Garage. So wichtig unsere Frauen sind, aber manchmal sind sie Spielverderber, ne? Wenn man das so was sagt. Ja, genau. Also manchmal werden die eigenartig. Ja. Ja gut, aber... Ja, den fehlt das Motorgehen, die haben kein Benzin im Blut. Das, genau. Genau. Cool. Also das ist ja Wahnsinn, also das mit den Autos, das wusste ich gar nicht, das mit den Immobilien, klar, das hatte ich auch schon gesehen. Ja gut, ich habe auch Ferraris noch gesammelt und alte früher gekauft, also da freut sich dann mein Sohn ist ja auch ein Autofreak und der wird sich da mal freuen später, hoffentlich, weil ich habe gar keine Zeit zum Fahren, kann sie nur das angucken. Das ist oft so, ja. Ja, vor allem, man kann ja auch immer nur ein Auto zur gleichen Zeit fahren, ne? Das ist halt das Blöde, man müsste sich klonen können. Wäre das nicht das nächste Businessmodell? Ich habe einen alten Schulkameraden. Ich habe ja viel Wert auf Tradition. Wir haben heute noch einen Stammtisch von der Oberschule und Volksschule. Und da habe ich einen ehemaligen Spielbankdirektor berentet, der die Autos macht und pflegt und entsprechend die instand hält. Okay, cool. Jetzt reden wir ja die ganze Zeit über Dinge, wie alles richtig genial gelaufen ist, das alles, also es hört sich ja an wie ein Bilderbuchmärchen, aber jetzt gibt es ja im Laufe von einem Unternehmerleben nicht nur schöne Momente, sondern auch mal welche, wo es vielleicht mal nicht so rund läuft oder wo man vielleicht sogar mal richtig tief in die braune Soße greift. Wie war das denn bei dir? Was war denn so bisher dein größter Fehler, den du mal als Unternehmer gemacht hast und wie ist es dazu gekommen? Ja gut, also ganz kurz ist so, dass ich ja 1989 die kleine Bodenseeklinik gegründet habe. Dann ist sie immer mehr gewachsen. Dann habe ich 2003 diese Riesenklinik gebaut mit
Grundstück von der Stadt und 2003 wurde diese Klinik dann wieder extrem groß, auch von Gewinn und Umsetzung. Und dann ist 2006 Medical One auf mich zugekommen und wollte eine Fusion. Und es ist ja meistens dann so, dass man dann immer größer werden will. Und am Schluss waren es halt 10 Kliniken, die dann Mang Medical One hießen, wo ich Vorstandsvorsitzender war, wo ich nichts mehr kontrollieren konnte und wo ich auch natürlich dann einen Ärger bekommen habe, weil ein Arzt bei uns gearbeitet hat, der kurzzeitig keine Approbation hatte. Und ist es einfach so gewesen, dass Schönheitschirurgie doch individuell ist. Das kann man nicht so praktisch wie Mediamarkt an verschiedenen Standorten machen, weil die Leute wollen einfach dann auch den Mang sehen oder ja, zumindest seine engsten Mitarbeiter. Ja, und dann gab es halt Stress. Und das war ein Fehler, dass ich halt alles selber gemacht habe, ohne juristische Beratung, auch Personal. Das heißt, es war meine 140-Stunden-Woche. Und das hat sich dann 2003 reguliert, dass ich dann zurückgetreten bin und die Bodensee-Klinik, das Flaggschiff, dann wieder entsprechend selber geführt habe. Und das war auch eine richtige Entscheidung. Also das war ein Fehler, dass man dann oft zu, vielleicht die Grenzen nicht mehr kennt. Ja? Mhm. Und dass man sagt, zu sehr wachsen. Und da habe ich Ärger bekommen. Aber das ist ganz normal. Wenn man ganz nach oben kommt, geht es nicht nur linear nach oben. Da kommen Einbrüche, egal ob man jetzt Fußballstar ist oder Vorstandsvorsitzender oder Unternehmer. Und das zeichnet halt einen guten Unternehmer aus, dass wenn er wirklich mal Stress hat, wo auch die Presse über einen herfällt, dass man dann eben so psychisch und physisch stark ist, dass man das überwindet. Das heißt, dass auch ein Boxer, der mal nach unten geht, der kann wieder Weltmeister werden. Und das ist wichtig. Ich glaube, und das schaffen dann wenige. Ne? Manche schaffen das nicht. Und das ist halt mit Unterstützung auch natürlich Familie, gehört dazu. Man braucht schon einen Anker auch. Man muss geerdet sein, um das Ganze dann wirklich wieder positiv um das zu verdauen. Also ist ganz klar. Wo ist denn das größte Problem? Du hast es gerade gesagt, dass man geerdet sein muss. Was glaubst du, woran liegt das, dass viele, die erfolgreich werden, eben nicht mehr geerdet sind, dass die einfach abheben und völlig durchdrehen? Ja, das ist eben so, dass ich kenne wirklich die Mega-Reichen, wo ich eingeladen bin, mit dem Learjet abholen. Ich könnte ein Jahr lang zu Mega-Reichen Einladungen rund um die Welt fahren, wo Patienten von mir sind, ob das jetzt aus Saudi-Arabien oder ob das Russland oder China ist, wo ich eingeladen bin, von Leuten, die wirklich mega-reich sind, aber die nicht glücklich sind, ja, die an sich nicht glücklich sind, weil wenn dir das Schnitzel nicht mehr schmeckt oder wenn du nicht Freude an Kleinigkeiten hast, ich habe heute noch Freude, wenn ich so einen alten Oldtimer sehe oder restauriere, aber viele Mega-Reiche, die schätzen einfach nicht mehr an sich das Leben und das ist ein Problem und das sehe ich, wie gesagt, ich bin auf großen Schiffen überall eingeladen, aber ich bin lieber am Bodensee auf meinem kleinen Schiff und genieße die Natur und so weiter. Also man muss geerdet bleiben. Das ist ganz wichtig. Also in meiner Aufstiegsphase fand ich das ganz toll. Mein Gott, toll. Ich weiß noch, in Monaco war ich eingeladen auf einem großen Dampfer zu einer Party bei der Formel 1. Und ich stehe mit meiner Frau, da war ich damals vielleicht gerade in der Anfangsphase und da war endlich so ein Schiff. Und vor mir war ein Italiener mit einer hübschen Frau, die sagt, oh, schon wieder auf so ein Scheißschiff. Verstehen Sie die Relation? Die Relation verschiebt sich dann. Ja. Die Megareichen sind nicht mega glücklich. Nee, das ich glaube auch, das Glück hat nichts mit Reichtum und andersrum zu tun. Also das sind zwei Sachen, die völlig unabhängig voneinander sind. Das denke ich auch. Ja, und ich habe alles selber verdient. Ich fahre auch mal mit dem Ferrari rum. Ich habe alles selber verdient. Man muss aber trotzdem, ich glaube, wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, dass man jeden Tag in der Früh aufsteht, einigermaßen fit und gesund ist und dass man das, was man tut, einfach gerne tut. Das ist ganz wichtig. Ja. Und bei mir war ja immer so 80% Arbeit und Beruf und 20% Sport und Familie. Und dadurch habe ich an sich relativ wenig Stress bekommen, weil ich selten zu Hause bin. Ja.
Das ist natürlich auch eine Strategie, das ist richtig. hast du noch mal Tage, an denen du einfach mal keine Lust hast, irgendwas zu tun, wo du einfach mal am liebsten im Bett bleiben willst? Nee, also im Bett sterben die Leute, nee. An sich stehe ich immer in der Früh auf. Mhm. Und nein, ich muss schon immer, am liebsten habe ich 10 Termine am Tag oder am Wochenende, wenn ich mal keinen Termin habe, dann bin ich ganz nervös. Ah, okay, also das heißt, die Termine sind für dich schon so ein bisschen so eine Art Anker, wo du dich auch so durch den Tag dann durchhangelst? Also ja, im positiven Sinne jetzt? Okay. Ich kann mich, wenn ich keine Termine, meine Frau sagt immer, du kannst dich mit dir selber nicht bestätigen, ich bin auch kein Buchleser. Mhm. Also ich kann mich außer mit meinem Beruf, mit meinen Bauen, mit meinen Aktivitäten, mich relativ schlecht selber beschäftigen. Natürlich spiele ich Tennis, treibe Sport, aber ich bin nicht der Toskana-Typ. Alle Chefärzte in meinem Alter, die fahren 3 Wochen nach Mallorca zum Golfspielen. Ein Graus für mich. Okay, also mit einer Runde Golf kann man dir keine Freude machen. Ja, ich spiele zwar Golf hin und wieder, aber ich spiel mäßig und lieber Tennis. Da ist mehr Action. Okay. Auch mal so Richtung Extremsportarten oder irgendwas Extremeres? Auch mal da was probiert oder ist das eher nicht so dein Ding? Ja gut, ich habe Extremsport. Früher natürlich habe ich Bergwandern, Bergsteigen gemacht, mal Drachenfliegen probiert. Aber an sich, so meine Leidenschaft ist am See, Segelsport, Tennis spielen. Ich spiele regelmäßig Tennis und zwar seit 30 Jahren mit derselben Truppe. Wow. Ja, ich bin an sich hier sehr geerdet. Das heißt, am Montag ist in der Regel im Sommer am Abend um 7 Uhr das alles bei mir getaktet natürlich. Ja, weil ich wenig Zeit habe, um 7 Uhr ist dann Tennis. Am Dienstag, wenn ich Lust habe, ist am Abend 9 Loch Golf. Mhm. Dann habe ich jemand, der mit Harley zum Beispiel im Sommer fahren, am Abend gern mal eine Harley-Tour. Also ich habe verschiedene Freunde seit langer, langer Zeit, die eben mein Leben angenehm machen. Mhm. Und natürlich auch die Family. Ne? Also das ist schon wichtig, dass du einen gewissen Ausgleich hast. Mhm. Hat sich in den letzten 30, 40 Jahren dein soziales Umfeld, also dein enges Umfeld, irgendwie mit steigendem Erfolg verändert? Vom, ich sag mal, Anfang normalem Arzt im Krankenhaus bis hin jetzt zu einem absoluten Weltberühmtheit? Oder sind die Freunde und das soziale Umfeld gleich geblieben? Also ich glaube, das Wichtige ist, dass wenn man bekannt oder berühmt wird, dass man die alten Freunde gleich behandelt und die sind mir wichtiger als die Megareichen, wo man halt mal am Wochenende eingeladen ist. Mhm. Viele, ich weiß noch, ein Schulfreund von mir, der hat ein großes Unternehmen gehabt, ist also da auch ziemlich reich geworden, der hat, wo er mich getroffen hat, mit Sie angesprochen. Also manche fangen halt völlig zum Spinnen an und ich finde alte Freunde das Wichtigste, die am Stammtisch hier sitzen und auch meine Frau hat die alten Freunde behalten und natürlich ist man hin und wieder mal auf so Partys, aber das hat sich bei mir auch ein bisschen reduziert. Das heißt, der Freundeskreis ist sehr eng geworden und man geht nicht mehr überall hin. Wie erkennt man denn, ob, wenn man jetzt neue Leute kennenlernt, ob die wirklich an einen persönlich interessiert sind oder ob das vielleicht welche nur sind, die halt sich mit einem irgendwo schmücken möchten? Schwierig. Also ich lasse sowieso relativ wenige an mich ran, so an neuen Bekanntschaften. Bleib immer per Sie und also mit dir bin ich natürlich per Du, weil wir haben eine alte Freundschaft. Genau. Aber an sich bin ich sehr distanziert. Habe auch wenig Zeit, bin auch kein Mensch, auch bei uns zu Hause wird niemand eingeladen zum Essen und Gegeneinladungen, also das ist bei uns ziemlich reserviert, das heißt, wir lassen also privat an uns zu Hause wenig ran. Okay. Und ansonsten halt dann mal Ibiza oder Monaco oder Saint-Tropez oder St. Moritz, wo man halt dann mal zum Skifahren hingehen und dann die sogenannten anderen trifft, ja. Mhm. Aber je älter ich werde, umso weiser werde ich und umso mehr sehe ich, dass die nicht glücklicher wie ich sind, die praktisch nichts mehr arbeiten und nur noch ihr Geld rausschmeißen. Das glaube ich auch, ja. Man hat dann halt irgendwo auch keinen wirklichen Sinn mehr drin. Ne? Ich meine, solange man eine Aufgabe hat, man merkt, man wird gebraucht und man erschafft noch irgendwas, das ist doch geil, das zu sehen. Also bin ich hundertprozentig bei dir. Cool. Der Klaus Meine, der kann ja auch nicht aufhören.
Nee, das ist richtig. Es ist lustig, dass du ihn ansprichst. Den habe ich letztens erst im Interview gehabt. Und den habe ich nämlich auch diese Frage gestellt, von wegen, wie es mir ausschaut mit Aufhören. Da hat er gesagt, Mensch, Tom, bist du bescheuert? Dann kann ich mich ja gleich in die Kiste legen. Was soll ich denn da noch machen? Ja gut, aber das ist eben so, durch mich habe ich alle Leute, die sie in der Zeitung lesen, kein Promi, der den ich nicht kenne oder der mich nicht kennt. Ja, und deswegen muss ich auch sagen, Boris Becker und diese Leute, die teilweise angegriffen werden, wenn man die Promis wirklich kennt, ja, dann sind es ganz liebe, nette Leute, aber sie haben halt in der Presse gewisse Fehler gemacht, die dann die Presse schamlos ausnützt. Ja, gut, und aber wenn man die Prominenten kennt, auch Jürgen Drews und diese ganzen Schlagersänger, die kenne ich ja alle, oder sie haben mal von mir was gewollt, wenn sie irgends Hilfe brauchen. Die sind ganz nett, diese Leute. Mhm. Also wenn man sie selber kennt, auch bei mir, ich bin ja auch polarisierend. Ich habe schon manchmal gesagt, ich polarisiere wie der Dieter Bohlen. 50% mögen mich, 50% mögen mich nicht. Mhm. Ja, wenn man erfolgreich ist, nach oben kommt und ein bisschen Reichtum in sein Leben zeigt, hat man auch Neider. Natürlich. Und das ist an sich schade, weil ich bin an sich ein Mensch, der sehr viel wiedergibt, der sozialen Wohnungsraum schafft, der den Tierschutz unterstützt, der kranke Kinder, die nichts haben, teilweise umsonst operiert. Aber den wahren Mann kennen ganz wenige Leute. Du kennst ihn jetzt etwas besser. Das ist schön. Und vor allem halt auch schön zu hören, dass du auch dieses Thema soziales Engagement angesprochen hast, weil das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage gewesen, die mir wichtig gewesen wäre, was das für dich für einen Stellenwert hat. Aber das hast du jetzt gerade eigentlich wunderbar erklärt. Ja, gut, meine Frau ist die Präsidentin der Nachbarschaftshilfe. Man muss ja nicht unbedingt ins Ausland gehen, um Leid zu sehen. Es gibt Leute hier im Landkreis, diese Kinder, die können sich keinen Schulranzen leisten, die können sich keine Turnschuhe leisten. Also die Armut liegt ja vor Ort. Klar. Und deswegen machen wir natürlich auch vor Ort diese Aktionen, dann weiß man auch, wo es hinkommt. Und jeder, der an der Sonnenseite nach oben kommt, sollte halt auch versuchen, so ein bisschen sozial sich zu engagieren. Mhm. Aber die Welt driftet auseinander. Die Welt driftet auseinander. Ich sehe schon ein bisschen Untergang der abendländischen Kultur. Jeder streitet, jeder Nachbar, wenn die Hecke mal 10 Zentimeter höher ist, dann wird gestritten. Also die Streitkultur nimmt leider extrem zu. Und unsere Gesellschaft driftet auseinander. Ich bin also praktisch noch so ein Aboriginal, der so Nachkriegskind, der weiß, wie hart das Geld an sich zu verdienen ist, aber dass man Erfolg haben kann, aber nur wenn man sozial kompetent ist und die anderen nicht schlecht macht. Und da sehe ich ein großes Problem, auch vom Internet. Auch im Internet, diese Beschimpfungen, die besten Ärzte werden anonym beschimpft. Ich habe jetzt gerade gehört, da werden sogar Negativmeinungen gekauft, um schlecht über mich oder andere zu reden. Und das finde ich eben schade am Internet, dass da keine Zensur ist. Ja, das ist Fluch und Segen gleichzeitig, diese keine Zensur. Das ist das ist schon richtig. Also, aber wenn es halt nicht im Internet, wenn es das Internet nicht geben würde, dann würde man das halt anders machen. Ne? Dann würde man auch sagen, hey, hier kannst mir helfen, den Mann mal schlecht zu machen. Der hat meiner Frau halt nicht 6 Kilo implantiert, sondern nur 5 oder so. Ne? Also Idioten gibt's immer. Das Internet, es ist schon ein Problem auch für die Kinder heutzutage mit dem Handy. Ja. Deswegen, ich bin ja Präsident vom Fußballclub, aber nicht, um mich zu beweihräuchern, sondern wir haben 600 Jugendliche, dank mir, zuerst waren es 200, das sind 500, 600, cool, weg vom Handy, mehr zum Sport, Kopf freikriegen. Ja, Kopf freikriegen. Und die psychischen Störungen nehmen ja auch zu bei Jugendlichen, bei Kindern. Ja. Also das ist ein Riesenproblem und was die Politik gar nicht erkannt hat, dass wir müssen versuchen, wieder eine Gesellschaft zu werden, die nicht auseinanderdriftet. Tja, das dein Wort in Gottes Ohr, aber da stelle ich mir halt auch die Frage, wie kann man das schaffen? Weil das erkannt habe ich auch schon. Ich stelle mir halt permanent die Frage, wie kriegt man das hin, dass die nicht noch weiter auseinanderbricht? Ja, das kriegt nur dahin, wenn man genügend kompetente Lehrer ausbildet, dass die Werte in der Schule, so wie wir sie mitbekommen haben, besser vermittelt werden, weil die Eltern, die beiden arbeiten, sind nicht mehr in der Lage, dieses Erziehungssystem zu machen. Ja, und das in der Kita und überall müssen
viel mehr professionelle Leute sein, die diese Werte mitgeben. Aber in der Kita wird entweder denen eingebläut ganz grün oder ganz links oder wie auch immer. Das sollte apolitisch sein. Das sollte Wertevermittlung sein. Wir brauchen einen Philosophen wie Nietzsche oder so, der unserer Jugend mal Werte gibt. Das ist doch das Problem. Die haben keine Werten mehr. Ja, das sehe ich auch so. Leider. So, jetzt geht es wieder auf die Medizin. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr politisch abdriften. Ja, genau. Von daher, also erstmal bis jetzt vielen Dank für die ganzen Infos, für die sehr persönlichen Einblicke. Werner, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort und einem ganz kurzen Satz zu antworten, okay? Okay. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Geldgier. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Immer weitermachen. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Durchhaltevermögen, Fleiß, Disziplin, immer weitermachen. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Ungeduldig, aufbrausend. Stärke ist dann nicht nachtragen, aber ungeduldig aufreihen, zu viel fordern von den Mitarbeitern. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Mit sozialer Kompetenz, mit Freundschaft, mit Geduld gegenüber meiner Person und dass jemand einfach auch in seinem Beruf, egal was er macht, was er erreicht hat und zufrieden ist. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Mein Vater. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Tja, ich würde jetzt 1 Million Euro geben, wenn ich ein Kamingespräch nochmal mit meinem Vater einen Tag spüren könnte, weil meine Mutter ist ja mit 94 faltenlos eingeschlafen, aber mein Vater ist mit 70 leider zu früh verstorben und das wäre mein größter Wunsch, da zu reden, mit ihm nochmal einen ganzen Tag zu reden. Das glaube ich dir aufs Wort. Das ist ja immer so, wenn die Eltern sterben, sieht man erst, dass man einfach zu wenig mit den Eltern gesprochen hat. Ja, das kenne ich. Das habe ich. Leider bin ich vor einigen Wochen auch genau da durchgegangen. Weiß ich ganz genau, was du meinst. Vervollständige den Satz: Erfolg bedeutet für mich Anerkennung. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Nenn mir mal die drei. Nein, also keine Ahnung, sowas wie Facebook, YouTube, Google, irgendwelche Apps. WhatsApp gehört auch dazu, oder? Genau, okay. Also ich bin WhatsApper. Okay. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's drin und kannst du es empfehlen? Bibel. Alles, was in der Bibel steht, ich lese praktisch immer wieder eine Sentenz. Alles, was in der Bibel steht, ist auch letztendlich für unsere Gesellschaft wäre das sehr wichtig. Ich bin jetzt nicht derer, der jede Woche oder Sonntag in die Kirche springt, sondern gläubiger Mensch. Ich glaube auch, dass nach dem Tod noch irgendwas passiert, existiert. Und am besten rate ich immer, die Bibel am Nachttisch zu haben und wenn es einem langweilig ist, ein paar Sachen zu lesen. Und die Quintessenz von der Bibel gibt wieder das zweite Buch vom Bobby Schuller, der eben diese ganzen Bibeltexte entsprechend umsetzt. Also ich bin jetzt gerade so ein Bibelfan momentan. Respekt, hasse deine Gegner nicht, sonst wirst du selber gehasst. Respekt gegenüber den anderen. Wenn du respektlos bist, fällt es auf dich zurück. An sich steht alles in der Bibel drin. Also was heute auch so gehypt wird durch die ganze, durch die ganzen Medien. Wie komme ich zum Glück? Wie bin ich zufrieden? Ja, genau. An sich die Bibel lesen. Da steht alles drin. Also mir ist egal, ob einer, ich war auch im Kloster in Nepal, bei Mönchen und Buddhismus. Ist egal, ob Buddhismus oder Hinduismus, katholischer, evangelischer Glaube oder was auch immer, aber oder Islam, die Suren sind ja auch interessant, empfehle ich jedem mal zu lesen. Also, aber die Bibel für die abendländische Kultur
kann ich nur jedem empfehlen, da ein bisschen zu schmökern. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss jetzt noch zwei persönliche Fragen. Zum einen, was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Architektur studieren. Okay, wann fängst du damit an? Tja, wenn meine Frau auch studiert, die wollte noch Jura studieren, die ist jetzt 60, ich werde 70, okay. Dann gehen wir in München, da gibt es jetzt ein eigenes Studium für ältere Leute, ja, also da kann man sich akkreditieren und das finde ich einfach geil. Alles nochmal klar. Hinhocken, studieren, Studienzeit war meine schönste Zeit. Mhm. Ja? Und Diplomarchitekt wäre doch eine coole Sache. Dann drücke ich dir dafür schon mal die Daumen, dass das in nicht allzu ferner Zukunft realisierbar wird. Werner, zum Schluss noch die letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf dem Weg geben und warum genau diese Tipps? Also sei etwas toleranter, nicht so aufbrausend. Mhm. Lass dich durch Feinde und Gegner und Neider nicht unterkriegen. Mhm. Und schau, dass dein Privatleben in Ordnung gehalten wird und dass du immer an dich glaubst und dass du dich selber liebst. Ja. Okay, da spricht sehr viel Weisheit aus diesen Worten. Dank dir. So weiß bin ich gar nicht. Ich bin an sich ein unkomplizierter alemannischer Junge, der hier einigermaßen was geschaffen hat, der letztendlich hier in dem zufrieden ist und und der sein Wissen jetzt noch die nächsten Jahre gerne an meine Schüler weitergibt. Ja, und der halt einen großen Wunsch hat, dass er noch gesund bleibt ein paar Jahre. Da drücke ich dir auch die Daumen. Ja, das hat auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Deine Storys waren echt mega, wirklich sehr inspirierend, sehr cool. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns auch noch kurz, wo wir mehr über dich und die Bodenseeklinik erfahren können. Ja gut, ich habe verschiedene Bücher geschrieben. Mein letztes Buch heißt Es wird ja immer schöner. Mhm. Da steht mein ganzes Leben drin. Mhm. Der Karl Lagerfeld der Schönheitschirurgie. Dann im Internet natürlich auf die Bodenseeklinik gehen. Da stehen meine ganzen anderen Biografien auch drin. Also da ich habe zwei Biografien geschrieben, viele andere Bücher. Und da kann man über mich alles erfahren. Oder man kann jederzeit nach Lindau kommen und mit mir Mittagessen oder in die Klinik angucken. Kein Problem, bin sehr kommunikativ und fand diese Sendung sehr spannend und toll. Ich bin ja ein analoger Mensch, ich bin ja kein Internetmensch. Ich war einer der längsten, der ein Klapphandy hatte ohne iPhone. Okay. Aber nachdem die Kinder mich dann dauernd aufgezogen haben, bin ich da zumindest, jetzt habe ich ein iPhone. Und aber wie gesagt, Internet. Ja, vernünftig und toll, aber ich werde wahrscheinlich immer analog bleiben. Ja. Ja gut, aber irgendwann muss man dem Druck der Kinder halt nachgeben und dann hat man halt so ein blödes iPhone. Den Druck der Kinder muss man und der Ehefrau natürlich auch. Genau. Irgendwann muss man auch auf die Familie Rücksicht nehmen, weil die Enkelkinder jetzt schon praktisch mit dem iPhone rumspringen. Ne? Ja, das geht schnell. Ja. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 603 oder den Namen Professor Werner Mang oder Bodenseeklinik in das Suchfeld ein. Du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Werner, bei dir nochmal vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ja, vielen Dank, war sehr kurzweilig, ganz super, ganz cool. Wünsche einen schönen Tag und vielen Dank für das super Gespräch. Danke, ciao. Alles klar, danke, dass du hier warst. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du Angestellter und hast es satt, für andere zu arbeiten? Dann zeige ich dir, wie du in 6 Monaten deinen Chef feuern und den Montagmorgen wieder genießen kannst. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule zu meinem kostenlosen Training an. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast richtig gutes Geld verdienen kannst. Podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit.
Ciao, dein Tom.